Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hempire auf meinem Kanal der Mikintosh und Diamonds. Yay! Ah, da wollte ich nicht hin. No, no, no. So, okay, jetzt fehlt das hier noch. Mitte ganz rechts wäre super toll. Oder Bonus und dann Mitte. Oh, bitte, Mitte, Mitte, bitte. Hier. Bäm, Junge. Okay. So. Was geht hier ab? Okay, schon wieder so ein Scheiß. Das läuft ja gut. Ja, okay. Alright, alright, alright. Also, ich habe die Story-Mission zu Ende gebracht. Ein Vorteil von Essbarem im Vergleich zum Rauchen von Joints ist es, dass man den Fernseher von der Couch aus sehen kann. Ach so, ja, wegen dem Rauch. Der Trainer wird morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Sieht so aus, als würde ich unbesiegt in den Ruhestand gehen. Und du bekommst dafür wahrscheinlich einen ziemlich fetten Gehaltscheck. Ich werde dafür bezahlt. In meinem Papierkram heißt es, ich bin ein Freiwilliger und ich sehe kein Geld. Verdammt! So viel dazu, dass uns der Berater des Bürgermeisters mit dem Papierkram hilft. Vielleicht sollten wir lernen, den Papierkram selbst zu erledigen. Der diesjährige Steuerbescheid von Rauch auf Rädern ist verrückt. Kennst du jemanden, der sich das mal anschauen könnte? Vielleicht der Berater des Bürgermeisters, aber ich möchte ihm lieber keinen weiteren Gefallen schulden. Er drückt uns schon immer die Müllabfuhr auf. Fürs Erste leiern wir nur ein paar Geschäfte an, damit du keine Verluste ausgleichen kannst. Damit du deine Verluste ausgleichen kannst. Steuern hauen echt rein. Machen wir ein paar Geschäfte für Wanda. Da machen wir ein paar Geschäfte mit Wanda. Okay, ich hatte doch vorhin so einen goldenen Schlüssel bekommen. Drehen wir das doch einfach mal. Ist eh wahrscheinlich Verschwendung, aber vielleicht kriege ich ja mal was anderes als einen Karton. Nein, krieg. Doch? Okay. Warum auch nicht? So, also er sagt, die Story-Missionen sind Hindukusch und Northern Lights. Das ist ganz gut. Dann würde ich nämlich noch ein bisschen CBD-Öl machen. Ja. Oder auch nicht. Ich schneide das mal hier eben ab alles. Schnippi, schnippi. Schnippeli, schnappeli. Dann haben wir hier noch eine G13 Haze, die wird abgeschnibbelt. Und nicht zu vergessen, die Northern Lights.
Aha. Gut, also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Hindukusch und 4 Northern Lights, weil ich gerade eine Northern Lights abgeschnitten habe. Der eigentliche Plan war, wenn in dem goldenen Topf die Hindukusch fertig ist, dann würde ich einfach auf Northern Lights wechseln. Aber das muss ich ja jetzt nun nicht mehr. Blitzfaust. Okay. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ja gut, dann warten wir, bis das fertig ist. Bam! Ah. Schön CBD-Öl verschwendet. Lampe ist fertig. Geil. Oh. Danke. Okay, habe ich noch Platz im Schuppen? 5. Sonst hätte ich jetzt Schlaglöcher repariert. Um lampenmäßig noch was abzugraden, aber bei nur 5 freien Feldern? Ich könnte schauen, ob ich zufällig Draht gekauft kriege, also Kabel. Bitte. Also das nehme ich auf jeden Fall schon mal. Und wenn jetzt noch irgendjemand anders Draht verkauft. Jetzt habe ich wieder nicht richtig geachtet darauf. Hier war keins mehr. Hier war keins mehr. Aber ich könnte Schläuche kaufen, 5 Stück. I see. Wenn ich 5 Schalter verkaufe, was ich jetzt mache, falsch. Dann kaufe ich die Schläuche. Ich kaufe die Scheiße aus den Schläuchen raus.